13. Sitzung des Kreistages. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich begrüße unsere Gäste, insbesondere auch den Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Herrn Klaus. Und komme zunächst zur Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Lage. Die heutige Sitzung wurde durch mich fristgerecht unter Mitteilung der Tagesordnung und der erforderlichen Unterlagen einberufen. Ich komme jetzt zur Feststellung der Beschlussfähigkeit. Von den 55 Mitgliedern des Kreistages sind 51 anwesend, 3 fehlen entschuldigt. Damit stelle ich Beschlussfähigkeit für die heutige Sitzung fest. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 3. Ich rufe auf die Einwohnerfragestunde, begrüße dazu noch einmal die anwesenden Bürgerinnen und Bürger des Burgenlandkreises, meine Damen und Herren. Die Einwohnerfragestunde wird durchgeführt gemäß § 28 Absatz 2 des Kommunalverfassungsgesetzes unseres Landes in Verbindung mit § 13 der Hauptsatzung des Burgenlandkreises. Wer wünscht das Wort? Bitte schön. Nutzen Sie bitte die Saalmikrofone. Ja, mein Name ist Markus Reifuhr in den Zeitungen. Herr Landrat, in den Presseberichten wird dauernd berichtet von Arbeitsangeboten en masse, die Wirtschaft sucht angeblich oder auch tatsächlich Arbeitskräfte. Und nun weiß ich auch aus dem persönlichen Bekanntenkreis und auch aus meiner politischen Tätigkeit, dass auch Langzeitarbeitslosigkeit wie auch normale Arbeitslosigkeit immer noch im großen Umfang, zumindest in den Zeiten besteht. Ich weiß es nicht, ob es in Nahenburg gänzlich anders ist, aber können Sie nur den Widerspruch auflösen, wie das einerseits ständig gesprochen wird von Arbeitskräftemangel in Größenordnung und andererseits nachweisbar, das können Sie auch beim Jobcenter, dessen Vorsitzender Sie ja wohl sind, können Sie das ja erfahren. Es gibt also noch, das wäre die erste Frage. Ich hätte gerne noch eine zweite Frage. Sie hatten mal bei einer anderen Sitzung auf meine Nachfrage gesagt, dass Sie hoffen, dass die Zusatzkosten, die entstehen durch die Migration, dass das in voller Höhe nun vom Land ausgeglichen wird. Also damals war es nur ein Teilbetrag und da war noch ein Fehlbetrag. Und Sie hatten gesagt, ich hoffe, dass wir auch das noch durchkriegen können. Und das ist also nicht aus dem Kreis, also heute in Nürnberg, das sind Zusatzkosten. Wie weit ist denn die Angelegenheit gediehen? Danke, das waren meine beiden Fragen. Ja, sehr geehrter Herr Moser, meine Damen und Herren, zunächst zur ersten Frage. Der Widerspruch, der besteht zwischen dem Umstand, dass es einerseits eine große Zahl freier Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze und auf der anderen Seite aber noch eine große Zahl von Langzeitarbeitslosen im Burgenlandkreis gibt. Dieser Widerspruch besteht tatsächlich so. Es gelingt uns im Jobcenter offensichtlich nur beschränkt. Das bezieht sich aber nicht nur auf unser Jobcenter, sondern das ist ein deutschlandweites Problem, die multiplen Vermittlungshemmnisse bei den Langzeitarbeitslosen so zu beseitigen, dass es, wir diese Langzeitarbeitslosen auf die freien Arbeitsplätze bekommen. Alleine der Umstand, dass wir ja bereits jetzt im Burgenlandkreis, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube, es sind ungefähr 3.500 Arbeitskräfte aus Osteuropa einsetzen, auf Arbeitsplätzen, die ja auch von Langzeitarbeitslosen eigentlich besetzt werden können, zeigt, wie schwierig das Problem ist. Und es ist nicht nur ein Problem der Industrie, der Lebensmittelbranche. Das Problem reicht bis in den Burgenlandkreis und in das Landratsamt selber hinein. Wir suchen händeringend für die veterinärrechtliche Betreuung des Fleischwerkes in Weißenfels Mitarbeiter im Veterinäramt als Hilfskräfte, als Fleischhygieneassistenten, die wir selber zusammen mit dem IHK-Bildungszentrum ausbilden. Und uns gelingt es schon selber nicht, aus dem Kreis der Langzeitarbeitslosen ausreichende Kräfte hier zu mobilisieren. Deshalb sind die Projekte, die auch der Bund jetzt immer mal anschiebt,
eigentlich genau richtig. Ich werde nachher meinen Bericht auch nochmal auf das Thema Familienintegrationscoaches kommen, wo also das in die individuelle Betreuung einzelner Bedarfsgemeinschaften oder einzelner Personen aus Bedarfsgemeinschaften sozusagen an die Hand genommen der Einzelne werden muss, um bis in das Bewerbungsgespräch hinein begleitet zu werden. Ansonsten wird uns das bei einer großen Zahl von Langzeitarbeitslosen nicht gelingen, sie nochmal in Arbeit zu bringen. Herr Fischer, der Leiter des eigenen Betriebes Jobcenter, hat in unserer letzten Betriebsausschusssitzung des Jobcenters dazu auch eine Statistik vorgelegt, wie viele der Langzeitarbeitslosen solche multiplen Vermittlungshemmnisse haben, die eben dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sozusagen am Ende ihrer Berufslebensphase nochmal in Arbeit kommen, relativ gering ist. Zweite Sache. Darf ich dann mal abseits der Regel noch eine Nachfrage stellen? Ich würde Ihnen vorschlagen, lassen Sie den Landrat erstmal zu Ende reden und dann gebe ich Ihnen nochmal die Gelegenheit, eine kurze Nachfrage zu stellen. Ja. Zweiter Punkt, die sogenannten Zusatzkostenflüchtlinge. Also es waren keine Zusatzkosten, sondern es waren Aufwendungen, die eben nicht vollständig vom Land hätten beglichen oder beglichen worden wären, wenn man eine Pauschalfinanzierung durchgeführt hätte pro Kopf und Flüchtling und Jahr oder Quartal. Davon sind wir weg. Also wir haben einvernehmlich mit dem Innenministerium und allen beteiligten Landkreisen und kreisfreien Städten und so verständlich, dass es für 2015, ich rede von 15, diese Spitzabrechnung gibt. Es gab also Landkreise, dazu hätten wir gehört, die über dem Durchschnitt liegen und welche, die unter dem Durchschnitt liegen. Und die unter dem Durchschnitt hätten mehr bekommen, als sie selbst aufgewendet hätten. Und die über dem Durchschnitt hätten ihren Aufwand nicht erhalten. Deshalb bin ich natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten dankbar, dass wir das so einvernehmlich hinbekommen haben. Für 2016 wird es wahrscheinlich eine Pauschale geben, sodass wir auch gehalten sind, genau zu schauen, wo bei uns sozusagen die zusätzlichen Aufwendungen besonders entstanden sind, die dazu geführt haben, dass wir über dem Durchschnitt liegen. Und das sind bei uns zwei Bereiche. Das erste ist der Wachschutz, wo wir weit über den Durchschnitt der Landkreise in Sachsen-Anhalt lagen. Und der zweite große Punkt sind die Gesundheitskosten. Das sind die zwei Ursachen dafür, dass wir über dem Landesdurchschnitt lagen. Und das analysieren wir im Moment vor allen Dingen, wie wir ein System von gesundheitlicher Betreuung aufbauen können, das nicht so hohe Kosten verursacht, wie das bisher der Fall. Aber für 2015 bin ich dem Land auch dankbar, werden diese Kosten übernommen. Vielen Dank, Herr Landrat. Herr Moser, jetzt wollten Sie noch eine kurze Nachfrage stellen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass der Kreis oder die Behörden gar nicht zur Einstellung zwingen können. Das war noch hinsichtlich der ersten Frage nochmal zur Erinnerung für alle. Dass also die Arbeit, die Langzeitarbeitslosen. Aber ist das vielleicht zurückzuführen auf die gesetzliche Bestimmung, nach der zufolge, also ein Arbeitsloser mit einer Arbeitslosigkeit, glaube ich, von länger als 3 Jahren, waren es 4, oder dessen bin ich jetzt nicht sicher, dass der grundsätzlich aufgrund der Zumutbarkeitsregel als berufslos gilt und unterqualifiziert. Also mit anderen Worten, er kann ruhig Literatur-Nobelpreisträger sein, wenn er vom Jobcenter aufgedrückt bekommt, eine Maßnahme etwa zur Alphabetisierung, dann hat er die wahrzunehmen, wenn er keine Einbußen hinnehmen will. Kann das mit dieser Unzumutbarkeitsregel zusammenhängen? Vielen Dank, Herr Landrat, bitte. Also das sehe ich jetzt den direkten Zusammenhang nicht, aber ich stecke da auch nicht so sehr im Detail. Aus meiner Sicht ist es so, je länger ein Mensch arbeitslos ist, umso schwieriger wird es, ihn wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir geht das schon so, wenn ich 2 Wochen Urlaub habe, dass ich am Ende meines Urlaubs, ich stehe immer später auf und gehe immer später frühstücken und am Ende meines Urlaubs, wenn ich erst um 10 oder 11 am Frühstückstisch bin, frage ich mich, Mensch, wie hast du das ganze Jahr über geschafft? Und diesen Rhythmus überhaupt erstmal wieder reinzubekommen,
in einen geordneten Strukturablauf des Tages. Ich glaube, das ist so das A und O. Ich habe ja das Beispiel schon mal, glaube ich, auch im Kreistag erwähnt, als ich da am Bus den Erstklässler und die Erstklässlerin traf, weil die Mutter früh nicht aufstand mit und die den Bus verpasst hat. Also solche Strukturen einzuüben, das gehört, glaube ich, auch mit zu den Integrationsmaßnahmen, die eben im Bereich des Jobcenters notwendig sind. Vielen Dank. Nächste Woche. Ja, mein Name ist Klaus Grath, ich komme aus Zeitz, Ortsteil Lörchwitz. Auch wenn einige mich jetzt nicht erkannt haben, das erste Mal seit über 2 Jahrzehnten ohne Bart. Und ja, was Sie eben in der vorigen Frage damit angesprochen hatten, mit diesen Krankheits- oder Unfallkosten oder diesen ganzen Medizinsachen. Ist das normal, dass bei mir, bei einer mir angetanen schweren Körperverletzung, wo sogar die Notärzte mich haben liegen lassen, wo ich danach dann natürlich Strafanzeige gegen erstattet habe, dass nach fast genau 4 Monaten erst, also am 22. April, hatte ich erst hier nach Naumburg zur Staatsanwaltschaft eine Einladung, dass das fast 4 Monate dauert. Und naja, weil das ja hier scheinbar so lange dauert, ich habe ja, weil mein Hausarzt nach einer schweren Verbrennung am 29. März, weil der mich da ab 1. April nicht behandelt hat, kann ja sein, dass die Kassen leer sind, aber naja, da habe ich natürlich auch meine ganzen Anzeigen gegen erstattet, aber wenn das ja noch mindestens 3,5 bis 4 Monate dauert, dass das hier normal ist, bei unterlassener medizinischer Hilfeleistung. Also das kann nicht sein. Und deshalb habe ich hier auch meinen rechten Fuß so mehr oder weniger entkleidet. Ich hatte hier schwere Verbrennungen und nicht mal das hatte der Hausarzt behandelt. Und ja, ist er allerdings zu verpflichtet gewesen. Aber na, wenn das hier alles so lange dauert, dann braucht man sicher nicht wundern. Ich würde Sie bitten, Ihre Frage jetzt noch zu formulieren. Wenn ja, wie lange dauert das, weil ich ja nur inzwischen auch ein 5. neues Aktenzeichen vom Europäischen Gerichtshof da habe, bis ich darauf Antworten bekomme hier von Landkreis bzw. von den örtlichen Behörden. Danke. Vielen Dank, Herr Landrat, bitte. Wir haben ja in Deutschland den Grundsatz der Gewaltenteilung. Wir sind jetzt hier gerade im Bereich der zweiten Gewalt, also der Vollziehende. Und Ihre Schreiben ging an die dritte Gewalt, nämlich die. Nee, es ging an die Staatsanwaltschaft. Jedenfalls ein Einfluss auf die Staatsanwaltschaft. Als Ermittlungsbehörde, ja, diesen Einfluss haben wir nicht. Insofern gehört das auch nicht zum Burgenlandkreis als Verwaltung dazu. Und ich bitte Sie da, wenn Sie da den Eindruck haben, dass es zu langsam vorwärts geht, dann entsprechend bei der Staatsanwaltschaft in Halle, Zweigstelle Naumburg, nachzufragen, warum die Ermittlungen so lange gehen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, einen entsprechenden Einspruch oder Beschwerde einzulegen gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, falls Ermittlungsverfahren eingeschnitten. Vielen Dank, Herr Landrat. Ja, die Antworten, die aber. Herr Landrat, nur eine ganz kurze Nachfrage, bitte. Weil ich ja nur. Ah ja, jetzt geht's. Weil ich ja grundsätzlich alles schriftlich mache, die Behörden, speziell hier die
Staatsanwaltschaft Halle Leipzig, Nebenstelle Naumburg, die haben mir bisher noch nie geantwortet. Deshalb schicke ich das ja auch überall hin, bis an die Presse, also die internationale Presse, also Süddeutsche Zeitung aktuell, und eben auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg. Und die sagen immer, das muss mir hier örtlich irgendwie beantwortet werden, das wird es aber nicht. Ja, an wen soll ich mich sonst wenden? Also ich würde mich an die Zweigstelle der Staatsanwaltschaft hier in Naumburg wenden. Und wenn Sie hier zu uns kommen, dann denke ich, könnten Sie auch mal den Weg zur Staatsanwaltschaft einfach gehen und sich dort einfach mal melden und vorstellig werden. Das empfehle ich. Vielen Dank. So, jetzt habe ich hier eine Wortmeldung gesehen. Bitte schön. Guten Tag, mein Name ist Gede, ich komme aus Jens-Kula und ich habe schon mal darüber gesprochen bei Ihnen, zwecks dem Busverkehr zu meinem Heimatort. Und ich hatte natürlich eine Antwort von Ihnen bekommen, wie Sie es versprochen haben, und die Antwort war folgende: Vom Kreistag des Bogenlandkreises wurde ein Nahverkehrsplan mit Gültigkeit für die Jahre 2009 bis 2014-19 beschlossen. Und dann weiterhin als Auszug: Für Jannisroda als Ortsteil ist eine Mindestbedienung von 1 bis 2 Fahrten pro Woche zum nächstgelegenen Grundzentrum und die bedarfsgerechte Bedienung im Schülerverkehr festgelegt. Da sind wir eigentlich da, wo wir waren, das habe ich alles schon gewusst und deshalb war ich ja da und habe das Ihnen vorgetragen. Also ich hatte auch noch Auszüge vom Fahrplan hier hinten dran. Da kann ich auch noch Folgendes sagen. Die Frau Hofer hat mir netterweise das hier noch ausgedruckt, aber alles, was sie mir ausgedruckt hat, also früh fährt der Bus 6.11 Uhr und 7.07 Uhr. Das ist vollkommen unmöglich. Und die anderen Busse, der fährt nach Stöhn, der nächste fährt nach Boblas und der nächste, der nach Naumburg fährt, fährt 15.57 Uhr. Dann fahren sie teilweise nicht täglich. Also sollten das. Das ist genau das, warum ich hierher gekommen bin und dieses Problem angesprochen habe. Frau Hofer war so nett und hat mir einfach das abgeschrieben, was ich aus dem Fahrplan schon rausgelesen habe. Und meine Bitte war gewesen, der wichtige Bus für die älteren Leute, das war der 8.9er Bus. Und nachmittags nochmal so Busreife 2 fahren zu lassen. Oder wenn das nicht möglich ist, war mein Vorschlag, wir sind ja eingemeindet in Naumburg, warum der Bus, der Stadtbus 615, der nach Koblenz fährt, nicht den kleinen Umweg fährt, über Jannisroda, neue Flängung und wieder zurück in den Stadt, und sowieso eben rein. Dann kann auch den Umweg fahren. Gut, danke, das war's. Schönen Dank, Herr Landrat. Ja, nicht alles, was wünschenswert ist, können wir auch zeitnah umsetzen. Und da muss ich eben leider sehr enttäuschen, dass wenn Sie mit der Vorstellung hergekommen sind, dass wenn Sie das ja ansprechen, sich dann innerhalb weniger Wochen was ändert. Also die Struktur des Nahverkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich der Busse, die wird gerade jetzt für den nächsten Planungszeitraum überdacht. Und wir beginnen im Bereich von Hohenmölzen, Teuchern und Weißenfels mit neuen Fahrtmodellen, die möglicherweise, so ist jedenfalls das Ziel, nicht teurer sein sollen als die bisherigen, aber die Verkehre verbessern. Und wir möchten das gerne erstmal an einer Stelle im Landkreis erproben, ob das, was uns die Fachleute sagen, dann auch in der Realität eintrifft. Wenn sich das bestätigen sollte, sehe ich da die Möglichkeit, auch hier und da im Bereich dieser doch kleineren Orte etwas im Nahverkehr zu verbessern. Aber das ist nichts, was sich jetzt sofort machen lässt. Und ich kann Sie nur ermuntern, Ihre Vorstellung, Ihre Bedarfe, ich spreche das nachher im Bericht nochmal an, in der jetzt laufenden Befragung auch mit einzubringen. Ich habe mich gestern Abend mal hingesetzt und habe den Fragebogen, wir machen eine Umfrage im Moment zum öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis mal ausgefüllt. Da braucht man schon eine Dreiviertelstunde fast, um das alles, wenn man da mitmachen will, überall mitmachen will, darzulegen. Auch das wäre jetzt für Sie eine Möglichkeit. Ich muss Ihnen aber sagen, wenn das nur einer oder zwei Menschen sind aus einem Ort, ja, die solche Bedarfe anmelden, dann wird wahrscheinlich da auch nicht jetzt gar nicht 3, 4 neue Linien eingerichtet. Mit der Eingemeindung hat das eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine Sache jetzt des Landkreises, wie die Sind doch jetzt Stadtgebiet. Gehen Sie ans Mikro. Sonst ja, aber der Aufgabenträger ist ja der Landkreis und der macht ja jetzt nicht einen besonderen
besonders komfortablen Verkehr für die Stadt und sozusagen die Dörfer, die jetzt nicht zur Stadt gehören, die bleiben außen vor, sondern wir müssen versuchen, das gesamte Landkreisgebiet im Auge zu behalten. Vielen Dank. Ich habe da drüben noch eine Wortmeldung. Ja, bitte schön, kommen Sie ans Mikrofon. Hallo, ja. Mein Name ist Schulz, komme aus Bad Bieber, Ortsteil Altenroda. Eine Frage zum Verbannen von Grünschnitt. Es ist wohl sicher unterschiedlich zu bewerten, ob es sich um ein städtisches oder ein ländlich geprägtes Gebiet hat, wenn man das Ganze angeht. Im ländlichen Gebiet würde ich sagen, wenn man das, was bisher in der Presse zu lesen war, hernimmt, dann entstehen für die einzelnen Dörfer extreme Transportleistungen, die ja letztendlich über Kraftstoff und Fahrzeuge bewältigt werden müssen, um erstmal das ganze Material zu den geplanten Sammelpunkten zu bringen. Am Sammelpunkt muss das Ganze sicher aufbereitet werden, um dann das aufbereitete Material zu dem Wunschobjekt Kompostanlage und so weiter zu bringen. Für mich ist die Frage, ob es in dem Zusammenhang mal eine Art Ökobilanz im Vergleich gegeben hat. Einmal, wie belastet das Verbrennen vor Ort, vor allen Dingen im ländlichen Bereich, Co-Gebiete sind sicher anders zu bewerten, die Umwelt und wie belastet diese ganze Transportkette die Umwelt. Noch dazu, wo wir ja in der Zwischenzeit wissen, dass unsere Dieselfahrzeuge nicht die besten in der Welt sind. Und gibt es eine Ökobilanz, wo man diesen Vergleich gerechnet hat? Wenn ja, wo kann man ihn einsehen? Danke. Jetzt kurz, weil das ja in meinem Bericht an den Kreistag dann noch eine Rolle spielen wird, dieses Thema. Aber diese spezifische Ökobilanz, die gibt es nicht, kann es noch gar nicht geben, weil wir ja noch gar nicht festgelegt haben in der Abfallwirtschaft, welches System der Entsorgung von Grün- und Astschnitt wir eigentlich umsetzen wollen. Und erst wenn ich weiß, welches System wir etablieren wollen, wie groß die Entfernungen sind, welche Transportwege dadurch entstehen, könnte ich eine solche Ökobilanz aufstellen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, das sollte schon ein Gesichtspunkt sein, dass man nicht so schön sagt, die Wurst, wie das Spruch, oder die Schinken hinter der Bratwurst herwerfen. Ja. Und das auch berücksichtigen. Allerdings ist es natürlich so, dass, wenn man jetzt an die konkrete Betroffenheit in Altenroda aus dem Ort, aus dem Sie kommen, denkt, wir ja hier einen kurzen Weg und bisher zumindest auch einen ökologisch, glaube ich, recht guten Kreislauf hatten, einen kurzen Weg zum Grünschnittplatz, wir rollen den Berg 4 Kilometer runter und sind da. Das würden sich viele andere im Bogenlandkreis wünschen, deshalb ist eben auch das Thema, wo brauchen wir zusätzliche Grün- und Astschnittplätze? Und gibt es entweder in der kommunalen Familie oder in Zusammenarbeit mit Privaten vor Ort die Möglichkeit, zumindest einen Teil des Grün- und Astschnittes direkt vor Ort zu verwerten, ohne das nochmal 40 Kilometer weg zu transportieren? Da hat es bisher bei Bipra eigentlich eine ganz gute Lösung gegeben. Die scheint jetzt im Moment oder steht jetzt im Moment kurz davor, nicht mehr zu klappen. Aber das sind so die Überlegungen, die man anstellen muss, damit die Transportwege dann nicht so weit werden. Das ist nicht. Seminar Schreiber Straße 4 in Nordburg. Meine Frage an den Landrat. Der Schreiben vom 14.07.2014 sagt aus, das gegenständliche Grundstück Grund und Blatt 50/58 wurde mit Bescheid vom 13.06. an die restitutionsberechtigte Frau Meier-Scherlingold übertragen. So, genau um das Grundstück geht es. Und Sie sagten vorhin, die freie Gewaltenteilung, also die juristische, die gesetzgebende, die ausführende und die juristische, also die urteilende, die wird hier nicht im Haus allein durchgeführt. Nachdem der Bescheid aus ist, sind hier alle drei Gerichtsbarkeiten ausgeführt worden mit dem Ersuchen vom 26.08.91
Und zwar gibt es kein Gesetz, was dem Landtag erlaubt, die entschädigungslose Enteignung aus Stasi-Zeiten erneut einzusetzen. Das gab es nur zur Stasi-Zeit. Am 17.07. wurde eine Verordnung erlassen. Die wurde ordnungsgemäß aufgehoben am 13.06., so wie Sie es hier erwähnen. Und danach wurde vom Landrat erneut das Ersuchen erlassen. Und das Ersuchen, das ist einfach schauderhaft. Da wurde ein neues Grundbuch eingerichtet. Dem Eigentümer wurden keine Unterlagen vorgelegt, um Nachweis zu erbringen, dass hier dieses ganze Grundstück eigentlich hinten und vorne gar nicht stimmt. Das Ersuchen, das ist die absolute Krönung. Dort haben wir jetzt gerichtstaugliche Unterlagen erhalten, sagt aus, 108, 109, 110 ist das Grundstück, Grundstück, Hof, Grundstück, Garten. Und das ist falsch. 108, 109, 110 sind 386 Quadratmeter von dem dazugehörigen Garten. Und der Garten und das Wohn- und Hofgrundstück kann nicht einfach untereinander ausgetauscht werden. Das sind zwei Grundstücksflächen und wir bitten darum, dass endlich unser Garten eingerichtet wird. 386 Quadratmeter stehen ja nun mal schon. Die 500 fehlenden Quadratmeter möchten uns zugeschrieben werden und das gesamte Wohn- und Hofgrundstück mit 788 Quadratmetern ist nirgends eingetragen. Also Ihr Schreiben ist korrekt, was Sie geschrieben haben. Allerdings bemängle ich hier Folgendes. Sie erwähnen, dass wir eine Sitzung gehabt haben, noch bei dem vorhergehenden Landrat. In Vertretung war der Herr Engelhardt, der Herr Böhm und der Herr Höxtra. Und ich muss sagen, die drei wissen, dass uns da vom Grundbuchamt ein gefälschtes Grundbuch vorgelegt wurde. War gar nicht notwendig gewesen, aber das gefälschte Grundbuch wurde auch schnell wieder verpackelt. Wir haben das angesprochen, keiner hat gefragt, woran wir sehen. Und ich möchte Sie bitten, Ihr Schreiben vom 14.07.14 endlich umzusetzen, unser Grundstück ordentlich mit den uns bekannten Grundstücksflächen 94-67 und mit dem Bankengrundstück 146-67 wieder einzurichten und das danach folgende Anmaßen, die Teilgewaltenteilung hier auf das Amt zu beziehen, nämlich selber Gesetze zu erfinden, selbst auszuführen und selbst Gerichtsbarkeiten durchzuführen, da möchte ich Sie darum bitten, dass das endlich eingerichtet wird, so wie es bundesdeutsches Recht ist. Die Spielscheibe Ihrer Partei, dass Ihre CDU gegen Willkürherrschaft auftritt. Also dann bitte ich doch darum, dass hier endlich mal die Willkürherrschaft gegen uns aufgehoben wird. Und dann möchte ich mich noch darüber beschweren, wenn der Herr Schröder Ihr Sprachrohr ist, kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich Sie hier reden höre und wenn ich den Mann reden höre, das ist wie Tag und Nacht. Also mit dem Mann, den können Sie nicht auf die Bevölkerung loslassen. Das möchte ich als Beschwerde einbringen. Ich möchte zunächst bitten, dass wir das in der gebotenen Sachlichkeit hier vortragen. Gebe jetzt den Landrat das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Wittner, kann da nur ganz kurz sagen. Erstens, am 14.07.2014 war ich noch nicht im Amt. Also es kann durchaus sein, dass wir den Fehler gemacht haben, nach meinem Amtsantritt ein falsches Datum einzutragen, aber vielleicht war es auch vor meinem Amtsvorgänger. Letztlich ist es aber so, dass selbst wenn die Verwaltung sich geirrt haben sollte und falsche Entscheidungen getroffen haben sollte und diese Entscheidung aber vor den Gerichten Bestand hatten und rechtskräftig abgeschlossen sind, die Verfahren, dass es dann eben nicht die Möglichkeit gibt, diese Verfahren zu korrigieren. Dafür ist ja gerade die unabhängige Rechtsprechung da, so eine Überprüfung durchzuführen, aber nicht die Verwaltung soll dann die Entscheidung der Gerichte überprüfen können. Die Möglichkeit sehe ich nicht. Ich habe am Anfang meiner Amtszeit noch mal sehr ausführlich den Fall prüfen lassen und glaube, dass ich Ihnen da nicht helfen kann.
Vielen Dank, Herr Landrat. Es ist ein Fehler. Frau Pittner, Sie haben jetzt gerade nicht das Wort. Es ist ein Fehler, kein Gericht wagt sich. Sie haben jetzt nicht das Wort, Frau Pittner. Bitte nehmen Sie Platz. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Und auch ich möchte noch mal darauf verweisen, dass der Kreistag hier nichts tun kann, dass wir das in vielen Jahren jetzt hier fast in jeder Sitzung beantworten. Und dass auch das Rechtsamt festgestellt hat, dass, wenn Sie weiter diese Fragen hier immer wieder der gleichen Art vorbringen, dass eine rechtsmissbräuchliche Nutzung der Fragestunde ist. Das möchte ich auch heute fürs Protokoll wieder feststellen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht von den Besuchern. Damit schließe ich jetzt diese Einwohnerfragestunde und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4.